Mitbürgerinnen und Mitbürger, dieser Tag, der Volkstrauertag, erinnert uns daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Nicht nur dieser Tag, jede Frau und jeder Mann, jedes Kind, das als Flüchtling in diesen Tagen, in diesen Jahren zu uns kommt, führt uns vor Augen, dass diese Situation, die sich für uns als nach 1945 Geborene in Deutschland, die für uns selbstverständlich ist, eben nicht die Lebenswirklichkeit vieler auf dieser Welt ist. Wir haben es gerade schon gehört, vor 100 Jahren starben auf den Schlachtfeldern von Verdun 300.000 deutsche und französische Soldaten in einem sinnlosen Krieg. Nach 300 Tagen verlief die Frontlinie kaum anders als zu Beginn dieser Schlacht. 300 Tage mit durchschnittlich 1000 Toten am Tag für nichts. Wohl wissend, wie sinnlos Schlachten ist, wurde kein Vierteljahrhundert später erneut von deutschem Boden aus ein Krieg angezettelt. Was kann ich als Vertreter der christlichen Kirchen, was kann christliche Kirche dazu sagen? Sicherlich nichts Vollmundiges. Martin Niemöller hat es uns vor Augen geführt. Wir haben geschwiegen, christliche Vertreter, Menschen, Deutsche vor uns, haben geschwiegen, als Menschen verschleppt wurden, ins KZ gesperrt wurden, hingerichtet wurden. Vor 70 Jahren dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, das Stuttgarter Schuldbekenntnis mit ebenfalls dieser Erkenntnis, wir haben zu wenig geglaubt. Wir haben zu wenig uns eingesetzt. Wir haben zu wenig erlebt, was Gott von uns will, was Glaube von uns fordert. Die Toten der beiden Kriege mit einem unvorstellbaren Gräbermeer, wir können sie nicht hinnehmen. Wir müssen dies als eine Aufgabe, Frieden zu bewahren, annehmen und als Aufgabe auch täglich umsetzen. Frieden in der Welt zu gestalten, ist nicht einfach. Wir treten an, unseren Wohlstand zu verteidigen, oftmals mit erschreckenden Mitteln. Die Jüdin Mascha Kalecko schreibt überfahrend: Wir haben keinen Freund auf dieser Welt. Nur Gott, den haben sie uns vertrieben. Von all den vielen ist nur er geblieben. Sonst keiner, der in Treue zu uns hält. Kein Herz, das dort am Ufer um uns weint, nur Wind und Meer, die leise uns beklagen. Lass uns dies alles still zu zweien tragen, dass keine Träne reue unseren Feind. Sei du im Dunkeln nah, mir wird so bang. Ich habe Vaterland und Heim verlassen, es wartet so viel Weh auf fremden Gassen. Gib du mir deine Hand, der Weg ist lang. Und wenn das Schiff auf fremder See zerschellt, wir sind einander mit dem Blut verschrieben. Wir haben keinen Freund auf dieser Welt, es bleibt das eine nur, uns sehr zu lieben. Sätze, die klingen, als habe sie damals schon gewusst, was bei uns heutzutage auf dem Mittelmeer passiert. Ich lese im Internet Reisewarnungen. Vom 13. bis 26.10. findet in der gesamten EU eine Polizeioperation unter dem Namen Mos Maiorum statt. In diesen zwei Wochen werden etwa 18.000 Polizisten in enger Zusammenarbeit mit Frontex auf Jagd nach Menschen ohne Aufenthaltsstatus gehen. Sie wollen unsere Migrationswege herausfinden und möglichst viele von uns festnehmen.
Warnt bitte alle Menschen ohne Papiere, vor allem in Zügen, auf Bahnhöfen, an Flughäfen, auf Autobahnen und an innereuropäischen Grenzen sind vermehrt Kontrollen zu erwarten. Ich lese das und denke, ein Scherz. Nach den Ergebnissen dieser Woche mit populistischen und menschenverachtenden Wahlen in den USA, mit dem Ergebnis in Russland, mit den Machthabern in der Türkei, muss man sich diesen Irrsinn schon auch durchaus als Realität vorstellen. Liebe Maler, Mitbürgerinnen und Mitbürger, das christliche Abendland, unser christliches Abendland, beruft sich auf den, der daran erinnert, liebe Gott und deinen Nächsten, wie dich selbst. Also wenn unser christliches Abendland sein will, dann gilt dies unabhängig von der Rasse, der Herkunft, dem Glauben. Dann gilt dies für jeden Menschen. Und er, der gebot, ihr dürft die Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten oder unterdrücken, vergesst nicht, dass ihr selbst in Ägypten Fremde gewesen seid. Er will Maßstab sein. Wir können und müssen dies am Volkstrauertag wieder lernen. Danke Ihnen fürs Zuhören.